Wat een goede naam, mijn dames en heren. Onheils, welkom toe. Landvolk TV. Dat is een nieuwe man, dat is een nieuwe vrouw. Tatu, tata, de Landvolk Cesaro is daar. Daar hier, houdt mijn dames en heren, met Titus O'Neill. Hey, schauen Sie mal, mijn dames en heren. Titus O'Neill. How you doing? Hey. I don't know how to speak like that. What is it, German? German. Anything you want to say to your fans in Germany? He's getting a phone call right now. This is how it works. Right now, I'm talking to my fans in Germany. That's right. See, ladies and gentlemen, this is live. Yeah, this is live from Germany. See? I'm here with my man Cesaro. That's right. Thank you very much, Titus. Yeah, Titus O'Neill, PTP. Millions of dollars, ladies and gentlemen. I gotta take this. Please. See you later. See you soon, Germany. November, right? That's right. Yeah, we're coming in November. See you in November. Say it. Cesaro, when that boy do that right there, y'all better get up out the seat. You're right. Somebody gonna get dizzy. I know. I threw up my whole Thanksgiving dinner last year. I still owe you for that, too. Heb je een kop van je mijn dames en heren? Titus O'Neill, mijn dames en heren, een miljoen van dollars. Geen daar weg. Mijn dames en heren, hij had richtig gehoord. Ihr habt richtig gehoord, was er gezegd had, mijn dames en heren. WWE komt terug in november, mijn dames en heren. Grenze der Leipzig, 14. November, Stuttgart, mijn dames en heren. Met de Landvolk natuurlijk. En, ja, wat heb ik jetzt? Ja, vragen. Ihr habt mir getweetet en ik heb het auswendig gelernt, mijn dames en heren. Die ene vraag war: hashtag vraag den Vogt @WWCesaro. Red Bull oder Rockstar, meine Damen und Herren, von den Energy Drinks. Und das sage ich natürlich, keines von meinen, der Landvogt trinkt sowas nicht. Der Landvogt trinkt Wasser, meine Damen und Herren. Und natürlich noch eine weitere Frage, Hashtag Frog den Vogt, meine Damen und Herren. Ich bin zu aufgeregt, weil es ist Smackdown und der Landvogt wird heute Abend in Action sein. Eine weitere Frage, wer war dein Vorbild? Wrestlerisch natürlich, als du aufgewachsen bist. Ja, meine Damen und Herren, da gab es viele, zum Beispiel die Steiner Brothers, zum Beispiel Owen Hart, zum Beispiel Bret Hart, meine Damen und Herren. Und natürlich noch viele weitere. Das ist aber nicht alles, meine Damen und Herren. Natürlich hat der Landvogt noch den Witz der Woche. Witz der Woche habe ich schon am Montag erzählt. Hier ist noch einer von heute. Hau ab, sagte der Verbrecher zum Henker. Haha, meine Damen und Herren. In dem Sinn, der Landvogt hat gesprochen.